Der bekannte Fernsehschauspieler Rolf Schimpf, bekannt durch Rollen in Tatort, Soko 5113 und Lena Reis, kann die monatlichen Kosten von 5.700 Euro für sein Altenheim nicht mehr tragen. Nachdem er seit 2010 in diesem Heim gewohnt hat, musste der 99-Jährige nun ausziehen. Der Schauspieler, der bereits seit 13 Jahren im Altenheim lebt und seine Fernsehkarriere 2009 beendete, musste seine geliebte Zwei-Zimmer-Wohnung in der Münchner Seniorenresidenz Augustinum aufgeben. Der Umzug erfolgte in eine günstigere Einrichtung, die monatlich 2.500 Euro weniger kostet. Schimpfs Sohn Daniel Sigurdsson zeigt sich bestürzt über den Auszug seines Vaters und kritisiert die hohen Kosten der Seniorenresidenz. Der Augustinum-Sprecher Matthias Steiner reagierte auf den Vorfall und erklärte, dass bei finanziellen Schwierigkeiten eines Bewohners stets versucht werde, eine Lösung innerhalb des Augustinums zu finden.